Hallo Freunde und willkommen zurück bei Dwarf Fortress. Ich habe ja letztes Mal gesagt, ich buddel noch ein bisschen weiter. Genau das habe ich auch getan. Wie ihr seht, ich habe hier eine große Ader ausgehoben, so in diesem Bereich hier. Die wird auch schon zu großen Teilen weggeräumt. Und leider war es nur Lignite, nicht Bismuth und Coal, aber trotzdem noch recht praktisch unsere Kohlevorräte. Außerdem habe ich währenddessen festgestellt, dass wir irgendwo noch einen angehenden Minenarbeiter haben, auch wenn ich ihn gerade nicht wiederfinde. Aber wir haben irgendwo noch einen Fischdeceaser. Nein, ich möchte keine Umschalt-Alt-Tasten-Kombination aktivieren. Danke, Windows. Der auch zum Minenarbeiter wird, wenn ich ihn wiederfinde. Außerdem haben wir eine freudige Nachricht. Unser Darkon ist mittlerweile als Minenarbeiter angekommen, auch wenn er gerade Tiere durch die Gegend schubst. Aber er ist mittlerweile Novice Miner und wird als Minenarbeiter gezählt. Ja, läuft also ganz gut die Arbeiten. Deswegen gehe ich jetzt mal auf unseren Buddelbereich, auf unseren Arbeitsbereich. Und sag mal hier jetzt überall. Dass wir zum einen immer schön die Kohle aus Lignite machen möchten und dann aus Lemonite-Metallbarren. Damit kriegen wir das Ganze repeated, das lassen wir jetzt in ein paar dieser Sachen machen. Das kommt da so noch durch. Da haben sie gerade wohl noch zu tun. Das ist okay, solange dafür noch genug da. Wobei wir haben eigentlich die passende Kohle dafür nicht mehr, also kann uns das ziemlich egal sein. Sagen hier einfach Repeat und machen uns auch einfach nochmal Cola darunter. Und hier machen wir das Ganze auch nochmal. Ich möchte da möglichst viele Öfen mit in Betrieb bekommen, damit möglichst viele unserer Leute daran wirklich Arbeit leisten. Hier nehme ich jetzt mal Tetrahydritohr, damit wir ab und zu auch ein bisschen Kupfer bekommen. Denn das können wir sicherlich zwischendurch auch mal brauchen. Ich muss mich mal einmal räuspern. Moment. Immer noch nicht ganz wieder weg. Und so schnell wie. Also normalerweise sollte sie recht schnell wieder weggegangen sein. Das sind jetzt 3 Wochen, die ich an dem Ding rumknapse, was ziemlich ärgerlich ist. Denn das stört beim Aufnehmen doch schon ganz schön. Aber naja, ich kann es ja nicht ändern. Was haben wir hier denn noch? Und nochmal das Ganze. Ich nehme deswegen die meiste Zeit gerade Limonite, weil wir davon in letzter Zeit mehr abgebaut haben. Und sich das dann natürlich dann empfiehlt, das zu nehmen, was man hat. Wir könnten auch Brass Bronze Bars machen. Und Bronze Bars, das wäre eigentlich auch ganz cool. Ich glaube, sowas machen wir gleich auch mal. Brass Bronze ist, glaube ich, auch recht gut, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Auf jeden Fall finde ich es eine interessante Sache, das mal zu machen. So häufig mache ich die nämlich nicht. Und ich glaube, richtiges Bronze zu machen lohnt sich nicht. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sieht das so aus, dass sich das nicht vernünftig für Rüstung und so etwas verwenden lässt. Aber nochmal Brass Bronze. Ich denke, das kommt uns ganz gut entgegen. Und auch nochmal Eisen und einen lassen wir oben mal frei, falls wir den mal zügig brauchen. Und wir können nochmal nachgucken, wie viel ich jetzt gerade ich schon wieder habe, damit unsere Schmiede ein bisschen was zu tun bekommen. Haben wir nur Kohle, da haben wir einmal Eisen. Da haben wir nix. Da haben wir 4-mal Eisen, also insgesamt 5-mal Eisen und auch genug Kohle dafür. Habe ich irgendwo noch was in Auftrag, ist die Frage. Nein, okay, dann. Da ich, glaube ich, genug bei. Wir machen mal 2 Anvils noch zur Sicherheit. Und dann gehen wir auf Waffen. Da möchte ich nämlich zur Sicherheit noch eine Pickaxe haben. Und dann gerne mal zwei. Oh, was nehmen wir denn? Was hatte ich denn? Ich glaube, ich will einfach mal Speere. Ein bisschen Waffenabwechslung rankommt und wieder langsam anfangen, ein paar Waffen zu machen. Außerdem haben wir, glaube ich, immer noch. Doch, das haben wir mittlerweile im Bauauftrag gegeben, da sind sie nur noch nicht zugekommen. Okay. Denn die Einrichtung dafür haben wir mittlerweile fertig. Und wo grabt ihr denn gerade? Hier seid ihr noch. Das ist natürlich nicht so gut. Ich möchte gerne gucken. Ja, hier wird jetzt bald gearbeitet, deswegen werde ich jetzt hier mal ein bisschen dabei sein. Da ist nämlich noch eine Bismuth und Coal Ader, die wir abbauen können. Ich gebe das auch mal noch in Auftrag, dass wir das mit der Zeit noch bekommen. Denn Lignite ist ja das, was wir momentan am meisten verwenden. Gucken wir mal, da kommt der erste Minenarbeiter runter. Dann möchte ich hier nämlich gerne große Teile der Ader abarbeiten und irgendwann auch noch die Teile der Ader hier draußen. Und da ist auch noch was, das wir abbauen können. Kann ich eigentlich schon mal einen Auftrag geben, sonst vergesse ich das wieder. Aber ich sollte auch auf Minen gehen. Das ist nämlich das, woran ich mich oft vertue. Wenn man unterirdisch ist, geht er automatisch auf Minen. Wenn man oberirdisch ist, geht er automatisch auf Bäume fällen.
Und dann wundert man sich, warum da nichts passiert, wenn man seine Sachen zum Abbauen ausgewählt hat. Kann halt auch nichts passieren, wenn man gerade auf Bäume fällen ist. Wo Bäume fällen, macht das gerade wohl jemand? Nö. Die meisten packen Sachen in Stockpots, das ist an sich ganz okay. Das steht recht viel an, denn ich habe es ja gerade schon erwähnt, die Kohle oben wurde auch sehr schnell weggeräumt. Da sind die sehr fix, die Zwerge. Da ist halt der Vorteil des Stockpiles, den ich dafür extra gemacht habe. Was insgesamt dann dafür sorgt, dass da zumindest unsere Kohleproduktion sehr schnell und sehr gut geht. Und da bauen sie jetzt auch noch weiter ab, das ist okay. Hier sieht man es gerade, kommen alle angewuselt, schnappen sich ein Stück Kohle und bringen das weg. Deswegen wir uns kaum Sorgen darum machen müssen, dass uns unsere Kohlevorräte hier ausgehen. Wir haben hier auch überall reichlich Kohle liegen. Hier die ganzen kleinen Nupsis, die dann alle irgendwann, wenn sie mal gebraucht werden, eingesetzt werden können. Hier hat gerade auch jemand was gemacht, scheinbar. Oder nee, hat sich gerade, haha. Ich glaube, ich kann das zeigen. Genau, er hat hier Charcoal Hold, also er hat sich hier gerade Kohle abgeholt. Und stellt sich hier jetzt gerade hin und macht ein Iron Ore. Das ist unser, wenn ich es richtig gesehen habe, genau, der gute Cheater. Kommt auch mal dazu, seiner Arbeit nachzugehen. Mehr oder weniger. Ist auf jeden Fall ganz praktisch. Und ich bin hier auch gerade am Kohle machen. Haben halt alle was zu tun. Jetzt wollte ich aber wieder zurück zu unseren Minenarbeitern. Um hier unten weiter aufzupassen, dass wir hier möglichst viele der Bismuth und Coal rausholen. Übrigens, das finde ich immer noch eines der sehr schwierigen Wörter hier im Spiel. Vielleicht nicht das schwerste, aber recht schwierig. Aber ich möchte dir gerne möglichst viel von haben, um unsere Kohleproduktion, da unsere Eisenproduktion oben laufen zu halten. Beziehungsweise die Bismuth und Coal möchte ich erstmal auf Reserve haben und erstmal möglichst viel mit dem Lignite machen. Denn da haben wir ja gerade von. Da gibt es leider nicht so viel, wie ich mir erhofft hatte hier hinter. Können wir das auch schon wieder abbauen. Wenn ich Pech habe, ist die Ader hier schon wieder vorbei. Ah, da ist noch ein bisschen was. Gucken wir nochmal oben. Ob ich hier noch. Ne, da haben sie noch nicht abgebaut. Okay. Ah, das dürfte genau. Das ist unser. Der Fischcleaner, der hier gerade nur als Minenarbeiter anfängt. Das heißt, wir haben hier noch einen Minenarbeiter frei, der noch keinen Namen hat. Wenn also jemand noch mitmachen möchte, kann er sich gerne melden. Wir haben gerade Plätze für Minenarbeiter frei. Die sind ja an sich immer recht begehrt. Wenn ihr also wollt, einfach eine PN an mich schreiben, dass ihr dabei sein wollt, damit wie ihr in-game heißen wollt. Und dann läuft das. Ja, und bis dahin graben unsere anderen Zwerge hier nochmal in Ruhe weiter. Das ist doch ganz okay. Jetzt kann ich hier noch ein bisschen was neu auswählen. Das ist ungefähr das, was ich die meiste Zeit gemacht habe, während ich hier drauf gewartet habe. Immer schön warten, bis neue Kohle sichtbar wird und die direkt auswählen, damit sie abgebaut wird. Ah, da gehen sie jetzt gerade auch schon hin. Das ist gut. Ich denke, ich mache es mal so, dass ich hier einfach ein bisschen tiefer reingraben lasse. Denn das ist nur Lehm, das heißt, da dürfen die recht schnell durchkommen und die Eisenerze da draußen abzubauen wäre doof. Das möchte ich nicht. Die möchte ich, wenn dann nur innen abbauen. Aber wie man sieht, hier haben wir oben Lamonite reichlich überall abgebaut. Das hält also erstmal alles. Ich kann mir das auch mal hier wieder gucken. Ich habe hier zwischendurch schon aufgefrischt, aber zum Glück bauen die unsere Sachen hier meist recht schnell fertig. Ja, die unser Türen. Man ist ganz fertig. Ich glaube, ich stelle hier mal für meine Tür, obwohl. Ja, doch, stellen wir mal eine auf Repeat, dann haben wir reichlich Türen. Das wollte ich gar nicht. Ich wollte. Nein, Mist, jetzt verklicke ich mich. So, das will ich. Betten hier rein. Da ist genug zu tun. Hier ist auch genug zu tun. Sehr schön. Dann können wir mal wieder auf unseren Wohnbereich gehen. Übrigens, mir wurde auch angemerkt, als ich hier angefangen habe, das zu smoothen, dass ich doch aufpassen soll mit dem Flachs, mit dem Marble, weil das ein Flachs-Sound ist und ich das deswegen für die Stahlproduktion brauche. Wie man aber sieht, hier ist überall ganz, ganz viel Marmor. Wir haben auch hier alles, was wir gebaut haben, durch Marmor durchgebaut. Wir haben also in dermaßen einen Marmorüberschuss, dass ich mir da keinerlei Sorgen machen muss. Das reicht alles dicke. Und in unseren schönen Marmorräumen stelle ich mich jetzt mal hin und richte noch ein paar Schlafzimmer ein. Dann kriege ich nämlich endlich auch mal eins. Ich weiß nicht, ob ich mich einfach mal hinstelle und mir nochmal einen schöneren Raum baue, weil als Expeditioner, da steht einem sowas ja eigentlich zu.
Aber es ist erstmal nicht so wichtig, von daher braucht das jetzt noch nicht sein. Aber wir haben doch hier sicherlich noch ein paar Sachen, aus denen man Räume machen kann. Genau. Und weisen auch die dann mal zu. Dann machen wir nochmal neue Räume und vor allen Dingen, doch, das war schon richtig, bauen hier noch Türen rein. Ups, da habe ich jetzt einen Armor-Stand gebaut. Das war vielleicht nicht so klug. Da war ich eine Enter-Taste zu schnell. Weggeräumt wird hier alles? Ja, dann bauen wir hier noch Ben. Habe ich denn noch? Ach, das reicht ja sogar noch für die ganze Reihe, damit wir die Räume erstmal zumindest als Betträume voll haben. Kann ich mir danach da Gedanken darüber machen, ob die an Zahl schon mal reichen. So können wir hier oben mal weiter einrichten. Mit Tischen und Stühlen. Dafür haben wir sie ja. Können wir das mal so, dass ich hier drauf gehe. Dann kann ich mich nämlich hinstellen und muss einfach nur Enter drücken. Ist von der Steuerung her immer etwas bequemer. Ich muss nur oft genug Enter drücken. Und dann machen wir hier unten gleich weiter. Und verbauen mal alles, was wir haben. Ups, das war nicht so klug. Den habe ich da vor die Tür gesetzt. Stimmt, ich habe die Türen hier andersrum als oben. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Da müssten natürlich. Die Tische und Stühle sollten dann schon irgendwie nach unten, damit man eine Chance hat, durch den Raum noch so durchzugehen. Man kann die tendenziell auch hier hinstellen, man kann dann immer noch rein, weil die Zwerge hier über die Ecke gehen können. Aber irgendwie ist es halt hässlich, wenn da direkt hinter der Tür ein Tisch steht. So, da hätten wir. Wie viel habe ich denn jetzt noch? Ach, das war der letzte, ja Mensch. Dann gehen wir jetzt mal nach Thrones. Wo haben wir sie denn? Ach, da oben, Seat heißt das so. Das habe ich gesucht. Dann packen wir hier nämlich überall mal welche da dran. Ich darf, muss aufpassen, dass ich oft genug Enter drücke, sonst ist es mal ein bisschen komisch, weil er dann sehr schnell steuert. Weil, wenn ich nichts ausgewählt habe, bewegt er sich automatisch in 10er Schritten. Und wenn ich was ausgewählt habe in einer Schritten, wenn ich dann also hier den, denke ich, habe den Stuhl ausgewählt und klicke dreimal, damit ich hier weit genug nach oben komme. Ups, das war Blödsinn. Und dann stelle ich fest, ich habe da ja gar nicht genug Platz für gehabt. Ich habe gar nichts ausgewählt gehabt, dann katapultiert es mich automatisch nach, ganz weit nach, zur Seite. Und wenn wir ein bisschen geistig abwesend sind, habe ich die Stühle hier alle so gebaut, dass sie nicht neben den Tischen, sondern neben den Betten stehen. Das möchte ich eigentlich nicht, deswegen setzen wir die jetzt mal wieder um. Hier unten habe ich auch den Tisch vergessen. Na super. Wie scheine ich hier noch fast zu schlafen beim Bauen? Naja. Ich bin ja auch noch nicht so lange wach, also darf ich das ja. Nein, da wollte ich das nicht. Mist. So, jetzt aber. Und dann müssten wir zumindest hier für alle Tische genug Stühle haben. Ich kann ja schon mal hinstellen und hier ein bisschen weitermachen. Ach, ist sowieso nur noch einer übrig gewesen. Okay, dann haben wir da auf jeden Fall schon mal genug. Lass das Ganze mal weiterlaufen. Und guck mal wieder nach unseren Grabejungs. Ja, die haben hier überall noch zu tun. Die laufen jetzt wahrscheinlich zum Teil nach draußen und zum Teil noch hier rum, um Sachen abzubauen. Und da kommt noch einer hier hin. Gucken wir mal, ob wir da noch ein bisschen mehr Kohle finden. Das wäre ja ganz nett. Na komm, beweg dich weiter. Wer bist du denn überhaupt? Ach, der gute Weaker. Einer unserer legendären Minenarbeiter. Macht hier eine gute Arbeit. Oh, da ist sogar noch mehr. Sehr schön. Ich greife das einfach mal ein bisschen rein.
Da kommt der nächste, der sich noch um Stückchen kümmert. Der Darkon, der wird sich hier das letzte angucken. Denn das ist halt immer noch so ein bisschen lästig, wenn ein Zwerg an einer Stelle arbeitet und alle Stellen daneben von anderen Zwergen schon ausgesucht sind zu wir wollen daran graben, dann geht der Zwerg, der halt gerade gearbeitet hat, wieder weg. Und der andere rennt lange dahin. Das ist natürlich mal ein bisschen strange. Aber da kann man leider nicht viel machen. Was ist das hier eigentlich? Das sieht nett aus. Sandy Loom, also sandiger Lehm. Und das ist Silt. Jetzt weiß ich aus dem Kopf nicht, was Silt auf Deutsch ist, aber müsste ein bisschen erdiger sein in die Richtung. Aber ich finde, das Sandige sieht sehr cool aus von der Farbe. Und eigentlich genau wollte ich nur gucken, ob sie da schon angekommen sind. Nein, natürlich nicht. Okay, das bringt uns hier nicht mehr weiter, aber meine zwei Kohle sind da noch. Ja, haben unsere Zwerge noch zu tun. Wir werden auch wohl noch weiter zu tun haben, verschiedene Dinge abzubauen. Ich sollte mir mal wieder andere Sachen suchen, die ich so lange mache, außer die immer weiter rumscheuchen. Aber wir haben gerade herzlich wenig zu tun. Das hier ist immer noch nicht so weit. Oh, Lodestone Trap macht er, aber ja, ein paar Steinfallen werden langsam befüllt. Das ist schön. Wie viel haben wir hier eigentlich mittlerweile wieder zusammen? Da ist nichts drin. Da sind reichlich Amulette. Da ist unsere Figur. Das dürfte das legendäre Teil sein eigentlich. Oder? Nee, scheint es natürlich nicht. Sonst wäre das mehr wert. Hat aber dafür einen ganz schön langen Namen bekommen. Das wollte ich nicht. Hi? Falsche Taste? Ja, falsche Taste. Da wollte ich hin, genau. Das ist unser legendäres Talisman, 4800 wert. Kann dafür aber fieserweise auch nicht verkauft werden. Das heißt, im Endeffekt, wenn man sich das mal ganz, kann ich mir das angucken. Ein Diary Bracelet, das ist also was zum Umhängen, was sich sonst nur zum Verkauf eignet. Ich habe also kaum eine Chance, das irgendwo zu platzieren und daraus Nutzen zu schlagen. Das ist halt ein bisschen schade an den Artefakten. Solange das nicht eine Waffe oder ein Einrichtungsgegenstand ist, hat man da wenig von. Oh, und ich sehe, ich muss hier mal ganz dringend wieder ausbauen. Oh. Da haben unsere Grabezwerge dann auf jeden Fall reichlich was zu tun wieder, wenn ich mich mal hinstelle und hier so mache. Also hier ist zwar noch ein bisschen was, was weggeräumt werden muss, aber das dauert immer so lange und der Platz wird hier schon ganz schön wieder voll wieder. Da lassen wir die einfach mal eine große Grabeaktion machen, das ganze Zeug da wegräumen. Hier wird mittlerweile ordentlich verschönert. Ich weiß, ich glaube, ich wollte sie im letzten Teil, also der Season 1 mal zeigen, hab's aber wegen Aufnahmeproblemen nicht hinbekommen, aber man kann sich das hier einfach auch ansehen. Ich überlege gerade, wie. Wie habe ich das denn letztes Mal noch hingekommen? Oder von ging das erst? Aha, ich erinnere mich genau. Ansehen kann ich mir die erst, wenn sie encrypted sind, also verziert mit Wandbemalung. Was ich aber erst machen kann, wenn sie schon gesmoothed wurden. Wo der gute Mann hier oben auch recht lange braucht, denn er ist nur Dabbling Engraver, das heißt, der ist drin noch nicht mal wirklich gut, er braucht also ziemlich lange dafür. Aber, naja, dafür wird er da drin halt besser. Und irgendwann kann der uns dann hier auch richtig schöne Gemälde an die Wand meißeln. Da freue ich mich schon drauf, das wird hinter sich ja cool. Das wird auf jeden Fall eine gute Sache und ich muss mich nochmal räuspern, Moment. Schon besser. An dieser Stelle bin ich sehr froh, dass ich mittlerweile ein Mikrofon habe mit ein Headset mit einem Mikrofon habe, das man ausschalten kann durch einen einfachen Tastendruck, durch einen Tastenumlegen. Ich glaube, das wäre für euch sehr, sehr unangenehm, wenn ich hier die ganze Zeit am Rumhusten wäre und aber jedes Mal laut ins Mikrofon husten würde. Da ist schon ganz gut, dass ich das ausmachen kann. Was passiert denn sonst noch so? Was mache ich denn gerade? Nur so aus Neugier. Make Bonecrafts immer noch. Da brauche ich ja ganz schön lange für. Oh ja, der Shop ist auch clustert. Wahrscheinlich, weil ich die Knochen reingeholt habe. Und wenn man einmal so ein Knochending da drin hat, das ist immer richtig viel. Dann kann ich hier aber auch sagen, beim untersten davon Repeat. Dann dauert, da habe ich wenigstens irgendwann die ganzen Knochen wieder abgearbeitet. Und da sind schon wieder mehr Betten fertig. Da bauen wir auch noch mehr Betten. Da habe ich mal gerne welche auf Vorrat. Wie sieht es hier aus? Oh, das sieht okay aus. Wir nochmal bei unseren Metallen und unseren Metallverarbeitern. Da wollte ich reingucken. Nix. Einmal noch. Nix. Und noch vier. Lass mich raten. Es hat auch noch keiner angefangen zu schmieden.
Richtig, so wie das immer ist bei den Schmieden, die brauchen mal recht lange. Wenn ich mich jetzt so hinstellen würde, ich würde jemandem sagen, hier, du machst die ganze Zeit nur Schmieden, dann wäre der wahrscheinlich auch auf Dauer ziemlich genervt, weil er nichts zu tun hätte. Aber wir können zum Beispiel unserem Tobi, der ja vor allem Waffenschmied ist, mal so ein paar Sachen wegnehmen, wie sich um Sachen hin und her zu räumen. Das brauchen wir nämlich eigentlich bei ihm gar nicht. Dann hat er da vielleicht ein bisschen mehr, auch kommt ein bisschen häufiger dazu, mal seiner Schmiedearbeit nachzugehen. Hier passiert noch nichts. Wo grabt ihr denn gerade? Ist noch drinnen unterwegs. Das sind hier draußen mittlerweile welche angekommen. Ja, sehr schön. Haben das auch sehr schnell aufgearbeitet bekommen. Das ist gut. Das gefällt mir. Dann haben wir noch ein. Ach, Mist. Ich wollte das doch noch zum Weiterabbauen auswählen. So. Da wird noch gebaut. Sehr gut. Jetzt werden wahrscheinlich auch reichlich Zwerge rausgehen, hier die Kohle holen und auf unseren Lagerplatz für Kohle bringen. Zumindest erhoffe ich mir das. Ja, da läuft schon der erste, laufen schon die ersten und schnappen sich die Kohle. Dann haben wir die nämlich drin in Sicherheit. Deswegen baue ich da auch die Kohle ab und die anderen Sachen nicht. Denn wenn ich da die Metalle abbauen würde, würden die da weiter rumliegen. Und wenn es dann zu einer Belagerung oder so etwas kommt, kann es passieren, dass jemand rausrennt, weil er sich denkt, huch, da liegt ja Metall, das kann ich zum Schmelzen benutzen. Und rennt dann raus und wird natürlich dementsprechend dann dort angegriffen von Gegnern. Wenn wir da gerade in einer riskanten Phase sind, deswegen bin ich eigentlich meist ganz froh, wenn die da solche Probleme nicht draußen rumliegen haben. Und es fällt mir gerade ein, ich habe schon Ewigkeit nicht mehr bei unserer Plantage geguckt, wie es denen eigentlich geht. Ich glaube, Helmut wird schön gebaut. Wie sieht es in unserer Nahrungsversorgung aus? Wir haben immer noch reichlich Plants, wir haben reichlich Getränke. Anders hält sich auch wohl. Irgendwie sind unsere Brauer nicht so effektiv, wie ich gerne hätte. Denn irgendwie schaffen sie es nicht, die ganzen Plants, die wir haben, abzubauen. Andererseits nimmt unser Alkoholvorkommen nicht ab. Von daher ist das auch ganz okay so. Und ich glaube, um ein bisschen mehr zum Essen zu bekommen, gucken wir uns hier mal die Hühnchen durch, ob wir irgendwo Stray Roster haben. Aber ich glaube, die sind alle noch nicht groß geworden, deswegen lohnt sich das noch nicht. Das wird erst interessant, wenn die alle erwachsen sind. Dann kriegen wir nämlich auch reichlich Hähne dabei rum. Und von den Enten ein paar Erpel und bei denen lohnt es sich, die dann irgendwann ja zu schlachten. Denn die braucht man braucht einen Hahn auf der ganzen Karte, um alle Hühnchen begatten zu lassen, wenn es darum geht, dass hier irgendwie ja Eier rauskommen sollen. Es ist auch recht witzig, selbst wenn man selbst nur ein paar weibliche Tiere davon hat. Und dann ein männliches Tier, irgendwo wild auf der Karte rumläuft, ist dieses Tier allein in der Lage, alle weiblichen Tiere, die man hat, zu begatten. Was dann zur Folge hat, dass man dementsprechend dann auch Nachkommen kriegen kann. Ist ein bisschen witzig, aber es funktioniert. Wo ich wiederum ganz froh drüber bin. Oh, und wir sind hier mittlerweile durch. Dann können wir uns ja eigentlich auch mal hinstellen und hier auch nochmal mehr Kohle machen. Jetzt weiß ich, wir machen das hier jetzt mal anders. Ich mache hier mal unsere ganze Bismuth und Kohle weiter, damit wir uns im Zweifelsfall davon noch einen großen Kokstapel erarbeiten. Was passiert hier? So haben wir hier etwas zu tun. Das bringt noch nichts, weil wir noch nicht wirklich Leder haben. Tanner's Shop hat auch noch nichts zu tun. Oh, hier können wir neue Mechanismen in Auftrag geben. Hier sind auch genug da, aber können wir trotzdem noch ein paar mehr draus machen. Dumm. Ja, haben unsere Zwerge gut zu tun. Gucken wir nochmal bei den Buddelleuten. Na, er ist der gute Mann, der hier gerade rausrennt. Irgendwie bin ich wahrscheinlich auf der falschen Ebene oder so. Ja, hier wird gerade gearbeitet. Sehr schön. Da kann ich noch mehr auswählen. Das ist doch eine Freude. Und hier kommt jetzt auch wieder Bismuth und Kohle bei rum. Da muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich. Wahrscheinlich wird die Ader hier irgendwie so durchgehen. Und ich darf die nicht komplett abbauen. Denn wenn ich da einen Durchgang schaffe, ist natürlich meine Festung nach außen hin offen. Das ist, was natürlich für mich irgendwie No-Go ist. Daher muss ich da ein bisschen vorsichtig sein, aber das sollte sich auch realisieren lassen. Wobei ich an dieser Stelle jetzt mal gleich gucken, wie weit das Ganze wird.
Ich höre jetzt hier mal auf und baue von gerade von drinnen weiter. Wenn es nicht so ist, wie ich vermute, dass die von innen nach außen geht, dann tue ich mir einen größeren Gefallen, indem ich die innen abbaue und damit dann die ja, Kohle schon auf der Innenseite habe. Aber wir können hier noch gucken, ob es hier noch was gibt. Denn das könnte sich durchaus sein, dass diese Ammonite-Ader sich hier noch ein gutes Stück in den Berg reinzieht. Deswegen kann unser Weaker hier mal möglichst weit graben jetzt. Ja, wobei er jetzt hier schon wieder am Ende angekommen ist. Und dann die anderen, die dafür kommen und die weiterarbeiten müssen. Da können wir mal einen Moment warten. Da kommt schon. Nein, da geht schon wieder jemand. Nämlich er. Naja. Wir haben welche Dinge gefunden. Ach, da, das ist ja natürlich richtig. Wer gräbt denn gerade noch? Und wo gräbt er? Ach, er ist gerade auf dem Weg nach draußen, da unten hin. Dann lassen wir ihn da mal hinkommen. Und warten da mal einen Moment ab. Wenn ich die passende Ebene überhaupt wiederfinde, ist nämlich auch nicht so einfach. Ah, hier haben wir sie ja. Dann warten wir einfach mal, bis der hier hingekommen ist. Dann kommen wir hier auf jeden Fall weiter. Dauert einen Moment, aber muss man durch. Wobei, ich sehe gerade auf die Uhr und stelle fest, wir haben unsere halbe Stunde schon so ziemlich voll. Ich würde einfach sagen, wir machen dann hier einfach wieder einen Cut. Ich werde in der zwischen den Folgen noch ein bisschen weiter danach graben, noch ein bisschen mehr Kohle aus dem Berg schaufeln. Und ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Macht's gut.